Jetzt wollte ich gerade loslegen, Rasen mähen und jetzt auf einmal war aus. Ich habe gerade mal ein Stückchen gemäht und dann auf einmal fing er nur noch, habe kurz was abgelegt, wollte weitermachen und auf einmal hat er nur noch gebrummt beim Einschalten immer so. Dachte, was ist jetzt los? Dachte, erst hier unten klemmt was, dass hier irgendwie Schmutz drin ist oder dass sich da unten so ein Zweig beim Messer so verklemmt hat. Aber nix, es war nichts drin. Und wenn ich dann den mit dem Stock mit geholfen habe anzuwerfen, dann hat er gedreht, aber hat so ein komisches Geräusch gemacht. Na, da muss ich mal hier, hier drunter sitzt ja der Motor. Hier ist ja der Motor drunter. Muss ich mal hier die Schraube abmachen und dann mal nachgucken, was da los ist. Ich wollte schon alles abbrechen und losrennen und dann einen neuen Rasenmäher holen, weil der ist ja auch schon alt hier. Aber er hat immer gut gemäht. Aber die letzte Zeit ist er immer so schlecht angelaufen. Immer so, der so auf Touren kam. Ja, muss mal nachgucken, ob man da was sieht. Also ich glaube nicht, dass der Motor da kaputt ist. Mal sehen. Heute ist ein Wind. Gibt's ja gar nicht. Ja, die Bananenpflanzen, die wedeln. Jetzt habe ich den Deckel abgeschraubt. Und da habe ich gesehen, da ist so ein Kondensator wie der hier, aber der ist viel zu groß. Der ist kaputt, den man jetzt hier im Bild sieht. Der ist sozusagen fast so wie explodiert oder so. Das ist hier oben alles geöffnet gewesen. Hier oben kam das ganze Zeug raus und das ganze Gehäuse hat sich abgelöst. Jetzt habe ich einen anderen gefunden. Der hier, der ist ein bisschen kleiner. Der ist ein bisschen kleiner wie der andere da. Aber der passt hier gut rein. Der ist einfach nur hier so drin. Und ich habe schon probiert, er läuft wieder einwandfrei. Der ist wieder wie neu. Der läuft auch viel besser wieder an. Vorher hat er immer so rumgeeiert, immer so, auf Touren kam. Das ist mir gar nicht so aufgefallen mehr, weil es schon eine ganze Zeit so ging. Aber bis es dann auf einmal vollkommen aus war, dass er dann nicht mehr angelaufen ist, hat er nur noch gebrummt. Aber hier mit dem neuen Kondensator, der ist auch schon alt, den habe ich in meine Krabbelkiste hier gefunden. Und da läuft das Ding wieder wie geschmiert, wie neu. Gott sei Dank bin ich nicht gleich losgefahren, habe einen neuen Rasenmäher geholt. Ich dachte, guck mal hier drunter, ob was mit dem Motor ist, aber der Motor ist alles einwandfrei. Alles super. Tja, dann können wir das wieder zusammenbauen und dann können wir wieder weiter mähen. Das Ding wieder rauf. Schutzkappe wieder rauf. Und wieder festschrauben.
So, das war's. Und ich wollte letztens diesen Kondensator, also der jetzt hier drin ist, wollte ich erst wegschmeißen, weil ich aufgeräumt habe im Schuppen. Und dann dachte ich, na, heb mal das Ding lieber auf, so wie diesen hier auch. Vielleicht brauchst du den mal. Und jetzt wurde er gebraucht. 20 Jahre hat er im Schuppen gelegen und jetzt wurde er gebraucht. Na toll. Aber ist doch super. Mal wieder gespart und den Rasenmäher wieder gerettet. Jetzt kann er die nächsten 20 Jahre wieder laufen. Tja, dann danke fürs Zuschauen und mal sehen, was als nächstes kaputt geht. Tschüss.